Also nach dem Easter ist ja meine Saison vorbei und dann danach wird erstmal so ein bisschen erholt, so ein bisschen zurückgeschaut auf die Saison, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, so ein bisschen reflektiert. Und klar, dann geht es ein bisschen in den Urlaub, ein bisschen entspannen und dann geht es aber auch schon ziemlich bald mit der Vorbereitung los, einfach nur weil die Saison ja jetzt so lang ging, dass wir jetzt schon fast wieder in die Zeit kommen, wo man sich für nächste Saison vorbereiten muss. Und genau, so sieht der Plan bisher aus. Das weißt du, aber du weißt auch, dein Leben hat sich ein bisschen verändert und wird sich weiter verändern. Und trotzdem, es müssen ja die Ergebnisse her, ne? Egal was du jetzt machst. Also du kannst noch so ein guter Typ sein, Ergebnisse brauchst du, auch in Zukunft. Ja, klar, ganz genau, das gehört dazu, das geht so Hand in Hand. Und das habe ich ja da in Amerika auch schon gemacht, da war ich ja auch letztes Jahr schon sehr erfolgreich, sehr gut. Und da habe ich so wie quasi so ein bisschen meine Brand aufgebaut und einfach so, ich war ich selbst, habe sehr viel Content gemacht und sowas. Und währenddessen halt weiterhin Leichtathletik gut gewesen, da muss man halt immer so einen Fokus haben, man muss wissen, was an erster Stelle steht, was an zweiter Stelle steht. Für mich ist halt Sport ganz oben. Sobald alle Sportsachen am Tag erledigt wurden, kann ich mich dann um meinen Content kümmern und so weiter. Und genau, so würde ich sagen, wenn man das so aufbaut mit seinen Prioritäten, dann kann es auch beides klappen zusammen. Ja. Also dafür drücken wir die Daumen, ich höre gerade, dass wir, ich dachte, um ehrlich zu sein, also ich meine, was wir bisher gemacht haben, hat halt immer funktioniert, deswegen, warum sollte man irgendwas ändern? Also ich gehe dann einfach wieder zurück nach Austin, mache mein Training, mache einfach genau, was mein Coach sagt und dann wird es hoffentlich dann nochmal ein kleines bisschen besser, wie die letzten Saisons. Dann geht Sport immer das Beste, ne? Mach einfach das, was der Coach sagt. Ganz genau. Ey, wo machst du Urlaub? Also ich gehe einmal zu dem Club der Besten, ja. Und dann danach gehe ich dann nochmal nach Florida. Und dann geht es wieder zurück nach Boston. Club der Besten, allen bekannt, Deutsche Sporthilfe. Genau. Viel Spaß. Dankeschön. Ist ja in der Türkei. Bitte.